jede Menge hübsche Frauen auf dem roten Teppich und unser Reporter Mario will genau dahin, denn er will nur eins wissen. Was tragen die Damen denn eigentlich sonst so? Unter den Röcken. Ja, noch lachst du. Aber ob du auch ehrliche Antworten kriegst und nicht sogar ein paar gefeuert? Um es einfacher zu machen, hat Mario noch ein paar Schlüppi-Modelle zur Anschauung eingepackt. Wie praktisch. Ob er Barbara Schöneberger damit sprachlos macht? Ich zeige meine Unterwäsche ja nur noch einen ganz, ganz kleinen Kreis von Leuten. Also das ist ein ganz, ganz kleiner Kreis. Ich habe damit gerechnet, deswegen habe ich Unterwäsche mitgebracht. Ja, erzähl mal. Ja. Das sieht gut aus. Also ehrlich gesagt, ich würde mich für diese entscheiden, falls das die nächste Frage gewesen wäre. Ich würde diese hier nehmen, weil die finde ich gut. Was hast du denn selber an? Was ich für Unterwäsche habe? Dann zeigt es wirklich. Überraschung, Mario ist auf diese Frage vorbereitet. Auch Iris Berben guckt da gerne zweimal hin. Superman unter ihm, bitte. Okay, Mario, damit hast du hier schon mal gepunktet. Ob das bei Julian Moore auch funktioniert? Der Hollywood-Star zeigt sich auf aktuellen Werbeaufnahmen super sexy. Klar will Mario da auch mehr übers Private drunter wissen. What do you wear? Was tragen Sie normalerweise für Unterwäsche? Was ist in Ihrem Schrank? Das ist dein Geheimnis. Ich habe ein paar Slips dabei. Ich glaube, ich möchte das nicht sehen. No, thank you. Oh, das war nix. Nicht ärgern, Mario. Vielleicht ist Iris Berben da ja offener. Hatte sie doch gerade schon einen Blick auf deinen Super Mario geworfen. Wir Männer stellen uns natürlich immer vor, Frauen haben nur heiße rote Unterwäsche. Rote Unterwäsche an. Ja, sowas dann halt entsprechend. Ach, Sie haben das alles dabei. Sowas, so stellen wir das vor. Ja, also Sie sind schon wirklich ganz schön intim. Ich kann Ihnen sagen, von mir wird diese Farbe genau an einem einzigen Tag im Jahr getragen und das ist Silvesternacht. Ich habe auch noch mehr dabei. Ich habe noch solche Unterwäsche dabei. Oh wow, Sie sind also eine Art Spanner, sind Sie? Nee, der arbeitet nur. Fakt ist, mit deiner Frechheit, deinem Charme und engagierten Einsatz hast du dem Promi-Damm einige intime Geheimnisse entlockt. Und jetzt hoffen wir mal, du gibst all deine Requisiten der Besitzerin zurück.